Herzlich willkommen zur Vorlesung zum Kapitel 4 Geld und Finanzmärkte. Dies ist das Outline dieser Vorlesung und die Lernziele sind wie folgt. Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollten Sie die Einflussfaktoren auf die Geldnachfrage kennen, wissen, wie sich Schocks auf der Geldangebots- bzw. Geldnachfrageseite auf den gleichgewichtigen Zins auswirken. Sie sollten auch den Zusammenhang zwischen Bondpreisen und dem Zinsniveau erläutern können, erklären können, wie eine kontraktive bzw. expansive Geldpolitik in der Realität über offene Marktgeschäfte durchgeführt wird. Sie sollten auch erklären können, welche Rolle die Geschäftsbanken im Rahmen der Geldschöpfung einnehmen und formal aufzeigen können, wie in einem Modell ohne Bargeldhaltung mit Mindestreserve der einfache Geldschöpfungsmultiplikator hergeleitet werden kann. Zur nominellen Geldnachfrage. Wir nehmen an, dass Geld zur Abwicklung von Transaktionen benötigt werden. Wenn Sie also einkaufen gehen, brauchen Sie dafür Geld. Je höher das Transaktionsvolumen ausfällt, desto höher ist die Nachfrage nach Geld. Falls also das Einkommen ansteigt, steigt die Nachfrage nach Geld an. Das sieht man unten in der Gleichung 1, dass eine positive Beziehung besteht zwischen der Geldnachfrage und dem Einkommen, denn hier ist ja ein positives Vorzeichen vor dem Einkommensterm gegeben. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Geldnachfrage ist der Zinssatz. Dazu nehmen wir an, dass für festverzinsliche Wertpapiere der Zinssatz I gewährt wird. Je höher der Zinssatz ausfällt, desto höher sind die Opportunitätskosten der Geldhaltung. Je höher der Zinssatz ist, desto geringer ist die Geldnachfrage. Es besteht also eine negative Beziehung zwischen Zins und Geldnachfrage. Und das wird in diesem Fall modelliert durch ein negatives Vorzeichen vor dem Zinsausdruck. Wir haben also folgende Beziehung für die Geldnachfragefunktion. Abgekürzt wird die Geldnachfrage durch MD, das steht für Money Demand. Das ist eine Funktion von folgenden Variablen und Parametern. Exogene Variablen, der Güterpreis P, D0, die autonome Komponente der Geldnachfrage. Das Einkommen ist in diesem Modellansatz eine exogene Größe. Endogen ist der Zinssatz I, den wollen wir im Folgenden bestimmen. Und dann auch schauen, was passiert, wenn sich eine exogene Variable verändert. Wie wirkt sich das aus auf das gleichgewichtige Zinsniveau? Des Weiteren haben wir zwei Parameter, D1 und D2. D1 ist die Einkommensreagibilität der Geldnachfrage, steht also hier in Beziehung zum Einkommen und zeigt, wie stark sich die Geldnachfrage verändert, falls das Einkommen um eine Einheit ansteigt. Die Zinsreagibilität der Geldnachfrage wird durch D2 gekennzeichnet und zeigt an, wie die Geldnachfrage sinkt, falls der Zinssatz um eine Einheit ansteigt. Sie sehen also hier diese Parameter, die verbinden immer eine Variable mit dieser Funktion. Ein Parameter steht also immer zwischen einer Variable und der entsprechenden Funktion. Nehmen wir folgendes Zahlenbeispiel an. Der Preis sei auf 1 normiert. Die autonome Komponente der Geldnachfrage beträgt 1000 Einheiten, das Einkommen 2000 Einheiten, D1 ist gleich 1 und D2 gleich 100. Wenn man diese Werte entsprechend einsetzt, gelangt man zu diesem Zusammenhang hier. In der grafischen Lösung soll die Geldnachfragefunktion wieder in einem Diagramm eingezeichnet werden, bei der der Zins an der vertikalen Achse steht und die Geldnachfrage an der horizontalen Achse. Das können wir uns schon einmal anschauen. Und zwar wollen wir in diesem Diagramm arbeiten. Der Zinssatz I
Der steht an der vertikalen Achse und die Geldnachfrage an der horizontalen Achse. Die Geldnachfragefunktion ist hier schon eingezeichnet. Sie beginnt bei dem Wert 30 und hat eine negative Steigung. Und der Abszissenabschnitt liegt bei dem Wert von 3000. Diese beiden Charakteristika wurden auf dem Slide Nummer 7 hergeleitet. Und zwar geht es bei diesem Slide um den Verlauf der Geldnachfragekurve. Wir wollen zunächst den Achsenabschnitt mit der horizontalen Achse bestimmen, also den Abszissenabschnitt. Somit müssen wir folgende Frage beantworten. Welchen Wert nimmt die Geldnachfrage an, wenn der Zinssatz gleich 0 ist? Wir können also in die obere Gleichung den Wert von 0 einsetzen für den Zinssatz, was hier geschehen ist. Und dann bekommt man die Information, dass die Geldnachfrage den Wert von 3000 annimmt. Dann den Achsenabschnitt mit der vertikalen Achse. Die Ordinate ist wie folgt zu bestimmen. Wir müssen die Frage beantworten, bei welchem Zinsniveau die Geldnachfrage gleich 0 ist. Wir müssen also hier 0 einsetzen für die Geldnachfrage und dann nach dem Zins auflösen. Hier steht also hier 1000 plus 2000 ist gleich 3000. Wenn also der Zins den Wert 30 annimmt, dann ist die Geldnachfrage gleich 0 und somit ist dort der Ordinatenabschnitt bestimmt. Wir haben jetzt also hier die Geldnachfragekurve bestimmt. Sie beginnt bei dem Wert 30 und der Abszissenabschnitt liegt bei dem Wert von 3000. Im Folgenden würde ich ganz gerne klären, wann sich eine Kurve verschiebt. In allgemeiner Form lässt sich das wie folgt erklären. Eine Kurve verschiebt sich, falls sich eine Variable verändert, die in der Funktion enthalten ist, jedoch nicht an einer der beiden Achsen abgetragen ist. Deshalb verschiebt sich hier die Geldnachfragekurve nach rechts. Die Geldnachfrage steigt, falls das Preisniveau ansteigt, das Einkommen ansteigt oder die autonome Komponente der Geldnachfrage ansteigt. Wir haben jetzt die Determinanten der Geldnachfrage entsprechend besprochen. In dem nächsten Schritt soll es um das nominale Geldangebot gehen. Und in dem Abschnitt im Textbuch, in dem Abschnitt 4.2.1 werden folgende Annahmen getroffen. Private Haushalte halten nur Bargeld und keine Sichtguthaben. Das bedeutet, es gibt also kein Girokonto, keine EC-Karte, mit dem irgendwie bezahlt werden könnte. Die privaten Haushalte haben keine Guthaben auf den Girokonten. Es gibt keine Sichteinlagen. Es gibt also nur Bargeld. Und dieses Bargeld wird von der Zentralbank den privaten Haushalten zur Verfügung gestellt. Somit bietet die Zentralbank Geld an. Money Supply, MS, ist gleich M. Und in dem Zahlenbeispiel wollen wir annehmen, dass die Zentralbank den privaten Haushalten 2000 Einheiten Geld zur Verfügung stellt. Die Gleichgewichtsbedingung für den Geldmarkt ist wieder gegeben durch Geldangebot, muss der Geldnachfrage entsprechen. Das Geldangebot ist gegeben durch M und die nominale Geldnachfrage ist gegeben durch den Ausdruck auf der rechten Seite der Gleichung. Alle Variablen und Parameter, die in dieser Gleichung enthalten sind, sind bekannt. Die einzige unbekannte Größe ist hier der Zinssatz I. Und dieser Zinssatz soll im Folgenden bestimmt werden. Wir können es grafisch machen. Und zwar in diesem Diagramm, wo wir den Zinssatz abtragen an der vertikalen Achse und die Geldnachfrage und das Geldangebot abtragen an der horizontalen Achse. Die Geldnachfrage hatten wir ja entsprechend abgeleitet. Money Supply im Zahlenbeispiel wird angenommen, dass es gleich 2000 ist. Somit ist diese vertikale Linie symbolisiert das Geldangebot.
Im Schnittpunkt von Geldnachfrage und Geldangebotskurve finden wir dann den Zinssatz I ist gleich 10. Der gleichgewichtige Zinssatz liegt also bei 10%. Nun sollen einige Datenänderungen analysiert werden. Eine erste Datenänderung könnte darin bestehen, dass das Einkommen sinkt. Die Veränderung des Einkommens beträgt 500 Einheiten. In einem ersten Schritt muss man sich wieder klar machen, ob das eben auf der Geldnachfrageseite oder auf der Geldangebotsseite wirkt. Das Einkommen ist in der Geldnachfragefunktion enthalten. Und man sieht sehr schön anhand dieses Zusammenhangs, dass wenn das Einkommen um 500 Einheiten sich reduziert, die Geldnachfrage ebenfalls um 500 Einheiten zurückgeht. Es liegt daran, dass hier der Preis auf 1 normiert wurde und auch D1 wurde auf 1 normiert. Das heißt, die Geldnachfrage geht um 500 Einheiten zurück, wenn das Einkommen um 500 Einheiten sinkt. Das ist in dieser Abbildung schon eingezeichnet. Die Geldnachfragekurve verschiebt sich hier um 500 Einheiten nach links. Und dann muss man wieder den Schnittpunkt suchen zwischen Geldangebotskurve und Geldnachfragekurve. Die schneiden sich jetzt bei einem Zinsniveau von 5%. Wenn also die Geldnachfrage sinkt, hat es Auswirkungen auf den gleichgewichtigen Zinssatz. Der gleichgewichtige Zinssatz sinkt. Ein zweites Beispiel, in dem ein Schock auf dem Geldmarkt eintreffen kann, besteht darin, wenn die Zentralbank die Geldmenge reduziert. In dieser Abbildung ist dargestellt, was passiert, wenn die Zentralbank die Geldmenge um 500 Einheiten reduziert. Das bedeutet hier DMS. Die Veränderung des Geldangebots beträgt minus 500 Einheiten. Die Zentralbank reduziert das Geldangebot von 2000 Einheiten auf 1500 Einheiten. Es führt natürlich dazu, dass sich hier die Geldangebotskurve nach links verschiebt auf ein Niveau von 1500 Einheiten. Es ist wieder der Schnittpunkt zu suchen zwischen der Geldnachfragekurve und der Geldangebotskurve. Eine kontraktive Geldpolitik, in der die Zentralbank also das Geldangebot reduziert, führt dazu, dass der Zinssatz ansteigt und in diesem Zahlenbeispiel steigt der Zinssatz um 5% an. Bisher haben wir überhaupt nicht die Frage geklärt, wie die Zentralbank diese Geldmenge steuert. Wie kann die Zentralbank eine kontraktive oder eine expansive Geldpolitik implementieren? In dem Modell nehmen wir an, dass wenn die Zentralbank eine expansive Geldpolitik durchführen will, sie das über eine Operation durchführt, die auch Helikopter Money genannt wird. Also Hubschraubergeld. Wenn die Zentralbank eine expansive Geldpolitik durchführen will, dann wird sie hingehen und neues Geld drucken, das in einen Helikopter packen, mit dem Helikopter über die Volkswirtschaft fliegen und das Geld über die Volkswirtschaft ausstreuen, sodass jeder Haushalt mehr Geld zur Verfügung hat. Dieses Bild mit dem Helikoptergeld wird oftmals verwendet, wenn man in die Wirtschaftspresse schaut, wird man immer wieder Artikel zum Helikoptergeld finden. Der ehemalige Präsident der amerikanischen Notenbank, der Federal Reserve, Ben Bernanke, der hatte auch einen speziellen Spitznamen. Er wurde Helikopter Ben genannt, weil er eben eine sehr starke, expansive Geldpolitik in den USA durchgeführt hat. Ben Bernanke war Notenbankpräsident, als die Finanzkrise 2008-2009 auftrat. Und er hat eine expansive Geldpolitik durchgeführt, war dort sehr expansiv und deshalb hat er diesen Spitznamen bekommen. Wie steuert die Zentralbank in der Realität
das Geldangebot. In der Realität steuert die Zentralbank das Geldangebot über sogenannte Offenmarktgeschäfte. Dabei kauft die Zentralbank Wertpapiere von Geschäftsbanken an und diese Operationen werden Offenmarktgeschäfte genannt. Die Zentralbank geht also hin, druckt neues Geld und kauft für dieses Geld Wertpapiere und bringt darüber das neue, frisch gedruckte Geld, neue Liquidität in den Markt. Rechtlich wickelt die EZB diese Offenmarktgeschäfte in Form von sogenannten Wertpapierpensionsgeschäften ab. Das heißt, dass rechtlich gar kein Kauf stattfindet, sondern die EZB vergibt diese Liquidität gegen Sicherheiten und diese Sicherheiten bestehen aus Wertpapieren. Das wichtigste Instrument der EZB, das sind die sogenannten Hauptrefinanzierungsgeschäfte, die haben eine Laufzeit von einer Woche. Dieses Geschäft muss man sich also wie folgt vorstellen. Die EZB gibt eine Nachricht an alle Geschäftsbanken raus. Wir wollen ein Hauptrefinanzierungsgeschäft durchführen. Wenn ihr Liquidität braucht, liebe Geschäftsbanken, dann bitte kommt bei der EZB vorbei und bringt uns einige Wertpapiere als Sicherheiten. So will zum Beispiel die kleine Sparkasse oder Spree 50 Euro haben. Dann muss die Sparkasse oder Spree Wertpapiere im Wert von 50 Euro der EZB übergeben. Und die EZB stellt dann der Sparkasse oder Spree 50 Euro an Liquidität zur Verfügung. Danach ist dort die Commerzbank an der Reihe, die ein bisschen größer ist, die möchte 200 Euro haben. Das bedeutet, dass die Commerzbank 200 Euro an Wertpapieren als Sicherheit hinterlegen muss und die EZB stellt der Commerzbank 200 Euro zur Verfügung. Nach einer Woche wird dieses Geschäft rückabgewickelt. Das bedeutet, die Sparkasse oder Spree muss diese 50 Euro Liquidität an die EZB zurückgeben und bekommt dafür genau die gleichen Wertpapiere zurück, die sie vor einer Woche der EZB übergeben hatte. Die Commerzbank muss diese 200 Euro Liquidität zurückgeben und bekommt dafür genau die gleichen Wertpapiere zurück, die sie vor einer Woche der EZB übergeben hat. Das bedeutet, falls die Wertpapiere innerhalb dieser einen Woche an Wert verlieren, so geht es nicht zu Lasten des Gewinns der EZB, sondern zu Lasten des Gewinns der Geschäftsbank. Die Wertpapiere bleiben also weiterhin im Eigentum der Geschäftsbank. Falls sich dort Wertveränderungen ergeben, beeinflusst das die Profitabilität der Geschäftsbank, aber nicht die Profitabilität der EZB. Wie kann die EZB jetzt eine expansive Geldpolitik durchführen? Eine expansive Geldpolitik kann durchgeführt werden, wenn in der ersten Woche zum Beispiel die EZB Wertpapiere von 300 Milliarden Euro ankauft und in der zweiten Woche kauft die EZB Wertpapiere an in Höhe von 320 Milliarden. Diese Operation würde dazu führen, dass im Vergleich zur ersten Woche die Geldmenge um 20 Milliarden ansteigt. Denn das erste Geschäft wird ja rückabgewickelt. Da wird nach der ersten Woche diese 300 Milliarden wieder den Geschäftsbanken entzogen. Das heißt, dass hier das zweite Geschäft dazu führt, dass die Liquidität im Vergleich zur ersten Woche um 20 Milliarden ansteigt. Beispiel für eine kontraktive Geldpolitik. Die EZB kauft in der ersten Woche 300 Milliarden Euro an Wertpapieren von den Geschäftsbanken an. Dieses Geschäft wird nach einer Woche rückabgewickelt und direkt danach bietet die EZB ein zweites Geschäft an, aber nur noch in dem Umfang von 280 Milliarden Euro. Das bedeutet, wenn hier diese kontraktive Geldpolitik durchgeführt wird,
dann würde Liquidität abgeschöpft in Höhe von 20 Milliarden Euro. Wie wirkt sich das auf die Zentralbankbilanz aus, wenn ein Wertpapier angekauft wird? Dann steigt auf der linken Seite der Gleichung die Aktiva bei der Zentralbank und auf der rechten Seite der Zentralbankbilanz steigt die Geldmenge, das Bargeld. Wenn also eine expansive Geldpolitik durchgeführt wird, dann kommt es zu einer Bilanzverlängerung. Und wenn eine kontraktive Geldpolitik durchgeführt wird, dann führt das zu einer Bilanzverkürzung. Soweit der erste Teil dieser Vorlesung. Vielen Dank, dass Sie diese Vorlesung besucht haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dahin.